Rafael Nadal gibt sich die Ehre. Der Zweitplatzierte in der ATP-Rangliste ist in Halle ins Einzelgeschehen eingestiegen gegen den Slowaken Lukas Latzko. Und beide haben ihre Aufschlagspiele durchbekommen. Wir sehen hier nochmal den Ballwechsel. Aufschlag des Spaniers, der gerade zum 7. Mal die French Open für sich entscheiden konnte. Und das ist der junge Slowake auf Platz 58 der Weltrangliste. Die Karten sind natürlich verteilt. Aber ganz so einfach, wie sich das vielleicht der Spanier vorgestellt hat, war es dann doch nicht. 6:5 aus Sicht des Spaniers. Jetzt allerdings Vorteil bei Aufschlag des Slowaken, der hier sehr stark aufspielte, aber in diesem Fall den kürzeren zieht. An den Ball kommt er nicht mehr ran. Nicht gut vorbereitet ans Netz gekommen. Und damit verliert er den ersten Satz. Nadal gewinnt den ersten Satz. Hatte sich das sicherlich leichter vorgestellt am heutigen Tag. Der Einstieg ins Spiel war schwierig, aber er ist natürlich auch immer der Gejagte. Jeder gibt alles, um einmal gegen Rafael Nadal eventuell gewinnen zu können. 2:0, 40:30, also gleich das erste Aufschlagspiel hat Latzko abgeben müssen im zweiten Satz. Und wenn der Spanier im ersten Satz noch nicht so richtig ins Spiel gekommen ist, im zweiten Satz gelingt ihm das sehr gut. 3:0 geht er gleich in Führung. Hier nochmal der starke Aufschlag. Natürlich eine gute Waffe. Dann treibt er den Slowaken aus dem Feld. Und der Linienrichter kann sich gerade noch in Sicherheit bringen. Gleich das nächste Spiel. Wieder Breakball für Nadal. Der hatte jetzt richtig Gefallen an diesem Spiel gefunden. Und dann diese Longline-Rückhand aus dem Bilderbuch und fürs Lehrbuch gespielt. Dabei hatte der Slowake dieses Spiel gut vorbereitet und wird trotzdem passiert. Keine Chance gegen den erfahrenen Mann mit der Nummer 2 in der Weltrangliste. 5:0 steht es dann. Also alle Spiele in Folge gewann der Spanier. Jetzt aber 40:30 für Latzko. Und er holt zumindest jetzt erstmal das erste Spiel im zweiten Satz. Nur noch 5:1. Ja, das kann natürlich auch mal frustrierend sein, wenn man merkt, hier geht plötzlich gar nichts mehr, nachdem man den ersten Satz so gut gespielt hat. Kurze Zeit später 5:1, 30:0 für Rafael Nadal. Und jetzt wieder so ein Hammer. Wie gut, dass der Linienrichter reagiert hat. Das hätte wehgetan. 40:0 und damit 3 Matchbälle für Nadal, der natürlich klarer Favorit bei den Gary Weber Open 2012 ist. Allerdings hat der Slowake schon mal in Doha den zweiten Satz Nadal mit 6:0 abgenommen. Also der kann schon gut spielen. Erster Matchball, Aufschlag, gestern im Doppel mit dem Ass beendet, hier mit dem direkten Aufschlag, Punkt. 7:5, 6:1 gewinnt Nadal, zieht erwartungsgemäß ins Viertelfinale ein. Und so bleibt er dem Gary Weber Open auch in diesem Jahr weiterhin erhalten. 2005 war das letzte Mal da, jetzt ist er wieder zurück.